Im Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. 1921 ging es los, der Fußball war schon damals famos. Der Landkreis merkt auch heute die Kraft, die manchem schwer zu schaffen macht. Für Kameradschaft die Spieler sind auf jedem Gegner heiß, denn auf den Rängen mit Schlachtgesängen, da stehen die Fans in großen Mengen und alle wissen, hier ist er. Der Vater, der Vater, und alle wissen, hier ist er. Der Vater, der Vater. Aui! Jawohl! Ja. Hey. Putzig finde ich immer. Oh.
frisst. Aber ansonsten geht ein Bierchen immer. Hamid, halt drauf! Komm, Hamid! Wusel! Wusel! Komm schon her! Komm her! Jawohl! Jetzt da! Halten! Ja, direkt der Chip. Das war scheiße. Ja, Freunde freuen sich, deine Fans, sie lieben dich. Freunde freuen sich, deine Fans, sie lieben dich. Willkommen zur Pressekonferenz, 14. Spieltag Bayernliga, VfL Gartling. Gegen Ankofen-Heiding, Endstand 4:0. Woran hat es euch gelegen? Ja, wir haben zu viele Fehler gemacht. Einfach. Der Garching hat gut gespielt und wir haben vor allem im Kopfballbereich Probleme gehabt. Nach den Kopfbällen, die zweiten Bälle, haben wir uns nicht gut verhalten. Also, wenn wir gelegt wurden und in das Zentrum gelegt wurden, haben wir einfach nicht gestaffelt, sind einfach hoch stehen geblieben. Wir haben einige Aussätze gehabt und ich denke dann auch, als wir nach dem 1-0 ein bisschen ins Spiel gekommen sind, da hätten wir vielleicht mehr Tor machen können und mit dem Fehler dann in der 44. Minute oder 45. Minute das 2-0, das war ja ein großes, schönes Geschenk von unserer Seite, war es natürlich schwierig, dass wir noch nicht zurückkommen. Für uns war es natürlich 1-0, früh in Führung gegangen, hat bloß heute mal in die Karte gespielt, gleich mal die erste Chance gemacht, im Gegensatz zum letzten Spiel wahrscheinlich. Ja, heute können wir einfach froh sein, dass jeweils zum richtigen Zeitpunkt sind die Tore gefallen. Sehr früh im Spiel, wir waren gut drin, muss man klar sagen. Wir haben wirklich gutes Pressing gespielt, haben den Gegner schwer gemacht, hinten rauszuspielen und haben sie auch wirklich zu Fehlern gezwungen. Man muss da immer sagen, da haben wir heute Gegner auch nicht viel gestattet, um zu spielen. Waren sie wirklich leicht im Spiel drin. Es wurde so ein bisschen auf Augenhöhe ab 30. Minute. Und dann haben wir Gott sei Dank mal, ja, wir haben dann bis dahin auch schon wieder ein paar Chancen liegen gelassen. Und dann haben wir endlich dann in der Nachspielzeit von der ersten Halbzeit das zweite gemacht. Und da freuen wir uns sehr, dass der Dennis dann wieder sein Erfolgserlebnis hat, genauso wie der Stefan. Der damals mal ein bisschen frustriert ist, wenn er das eine oder andere nicht macht.
Aber man braucht halt einfach noch ein paar Chancen für ein Tor. Und dann sind wir Gott sei Dank in der zweiten Halbzeit wieder genauso motiviert rausgekommen, haben direkt wieder Druck gemacht und dann war es eine Frage der Zeit, wann die Tore, wann das nächste Tor fällt. Und Gott sei Dank, selbst bis am Schluss noch mehr ausspielen können, dann haben wir hinten ein bisschen nachgelassen, vor allen Dingen bei den Standardsituationen, die eine etwas verunglückte oder vielleicht auch gewollte Flanke, rutscht im Stürmer über den Kopf, hätte fast die Fuß. Also genau der Auftritt, den wir nach letzter Woche, der hätte letzte Woche genauso ausfallen können gegen Rosenheim. Da haben wir es aber nicht gemacht, haben wir die Tore nicht gemacht, dann haben wir sie gemacht und dann sieht es gut aus. Jetzt fällt dann der Anspruch vor der Halbzeit nach dem Fehler des 2-0. Was macht man dann in der Halbzeit mit der Mannschaft? Wie kommt man dann? Versucht man wieder rauszukommen? Ja, sicher versucht man aber irgendwas zu ändern oder vielleicht den einen oder anderen Offensiveren zu bringen oder umzustellen. So dass vom Kader her wir so viele Möglichkeiten haben, offensiv nachzulegen. Und von daher war es nicht so einfach. War heute ein schwieriges Spiel für uns. Wie gesagt, nach dem 2-0 war klar, dass es sehr schwierig wird. Und die ein, zwei, drei Sachen, die dann möglich waren, die haben wir nicht gemacht. Und ich denke, wir hätten heute noch sehr lange spielen können und hätten auch gemacht. Jetzt macht ein Stefan, du bist auf Abschied, auf Auslandssemester gegangen. Heute vor Konkurrenz hat die Mannschaft auch gewarnt vor einer kritischen Schlussphase, oder? Ja, natürlich. Ich glaube, jede Mannschaft in der Liga, wenn sie einen Anschlusstreffer schafft, zum richtigen Zeitpunkt, entweder zum 2-1 oder auch zum 3-1, geht immer nochmal ein Ruck durch die Mannschaft. Und da brauchst du halt einen Torwart für. Und ich bin froh, wir haben einige geguckt heute. Ist der dritte, der die Saison spielt. Also ist ja nicht so, als ob wir da schwach aufgestellt sind. Wir haben auch mit dem Grubi im Tor den Sieg gegen Bogen geholt. Also mit der jetzigen Nummer 3. Also es geht. Basti hat einen guten Job gemacht und hat sich die Woche schon angedeutet. Er hat halt, eine Zeit lang nicht gespielt. Fast anderthalb Jahre nicht. Und ja, ich glaube, dass wir da noch ein bisschen was erwarten können, dass er uns noch den einen oder anderen guten Job macht und auch den einen oder anderen Punkt dann auf unserer Seite hält. So, man wird da sehr zufrieden. Jetzt Hannover nächste Woche gegen Kippenslied. Die haben, glaube ich, heute 6-1 gewonnen. Auch eine ziemlich offensiv starke Mannschaft. Wir verbreiten uns so viel dann vor nach einer Viertelrunde. Ja, einfach wieder mal die Basics ansprechen. Wir haben jetzt Probleme in den Basisgeschichten. Die waren wir anfangs besser, da haben wir einige Schlappereien momentan. Der eine oder andere ist vom Kopf her so müde, machen wir zu viele Fehler. Der eine oder andere kann zu wenig trainieren, das wirkt sich irgendwann aus. Und wir haben ja auch einen Spieler, den wir heute nicht ersetzen können. Und der fehlt uns schon einige Wochen, das merken wir halt einfach auf. Nicht der Tobi und der beginnt normalerweise die Woche mit dem Training wieder, da hoffe ich auch, dass wir offensiv wieder durchschlagskräftiger werden. Ansonsten, ja, die Fehler ansprechen und möglichst nächste Woche abstellen, weil sonst wird es schwierig. Bei uns geht es nächste Woche nach Sonthofen. Sonthofen auf der Fairplay-Tabelle ganz weit unten. Auf was stellen wir uns da ein? Ja, da können wir uns auf sowas einstellen, was wir schon gesehen haben gegen Eichstätt oder was wir auch gesehen haben gegen Rosenheim-Mannschaften, die sehr robust zu Werke gehen, wo du spielerisch dir nicht den Schneider abkaufen lassen musst, obwohl du mehr Ballbesitz in den Spielen wahrscheinlich haben wirst. Obwohl auswärts weiß ich nicht so genau. Wir haben noch nie in Sonthofen gespielt, das ist auch da wieder ein neues Pflaster. Ich glaube, mit dem Sieg heute und 22 Punkten können wir zum jetzigen Zeitpunkt 100% zufrieden sein. Sicherlich, wir haben es eben schon mal vorm Spiel gesagt, bei uns könnte der ein oder andere Punkt sicherlich mehr sein. Aber die Mannschaft ist in einem Lernprozess in der Liga und ich glaube, wir machen das gut und wir werden auch in Sonthofen wir haben noch was gut zu machen. Ich erinnere mich da an so ein Aufstiegsspiel vor 3 Jahren. Das muss ich nochmal ausmerzen, dass wir da verloren haben und in dem Aufstiegsspiel. Und ich glaube, da gehen wir mit voller Motivation. Dann haben wir das Sonthofen nächste Woche, die Woche drauf.
wahrscheinlich das Spiel, wo alle drauf warten, das ganze Jahr lang. Liga Ismaning, heute wieder 2-2 gespielt. Derby, was holt man sich dann da vor? Ich weiß nicht, also ich habe von unserem Presi gesagt bekommen, das ist das wichtigste Spiel im Jahr. Ich kann stehen über dem Strich, wo ich will, Hauptsache wir gewinnen das Spiel. Also ich denke mal, für jeden Grafing ist das was Besonderes, mit Ismaning in einer Liga zu spielen. Sie auf Augenhöhe zu haben. Wir sind über dem Strich, aber das ist eine spielerische wahnsinnig gute Mannschaft trotzdem, die leider zu viel Fußball spielen will und dann oft viel liegen lässt in den Spielen, gerade auch an Chancen. Und eine sehr junge Mannschaft, aber unerfahren. Das ist das Negative bei ihnen und deswegen stehen sie da hinten drin, meiner Meinung nach. Spielerisch gehören sie bestimmt ins Mittelfeld oder sogar ins obere, bisschen drüber über den Schnitt. Aber mit dem Negativlauf, den sie haben, musst du in einem Heimspiel ganz klar das Derby gewinnen. Und das ist die Ansage. Dann schöne Einreise nach Hankow. Viel Erfolg mit Tipp ins Ried. Und uns auch viel Spaß auf der Fernreise nach Sonthofen. Auf Wiedersehen.